Immer noch bei mir im Studio Rainer Steingräber und Uwe Kerntopf, Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Stolper Heimatkreises der Bonner Heimatstube hier in Bonn-Auerberg. Wir haben schon über vieles geplaudert, was sie machen. Wir haben über Stolp geredet, wir haben über diese Verbindungen geredet, über Ahnen- und Familienforschung geredet. Herr Kerntopf, jetzt blicken wir mal im letzten Gesprächsteil in die Zukunft. So, und wie jedem Verein geht es Ihnen auch natürlich irgendwann darum, dass Ihre Finanzen so aufgestellt sind, dass dieser Verein auch über die nächsten Jahrzehnte beständig leben und wachsen kann. Und da gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder auch Dissonanzen mit der Stadt Bonn. Ich sag mal so, unser Verein ist eigentlich noch so aufgestellt, dass er ohne große Förderung auskommt. Und die einzige Förderung, die wir bekommen, ist von der Stadt Bonn die kostenfreie zur Verfügungstellung der Stolper Heimatstube in Bonn-Auerberg. Und da gab es in den letzten Jahren die Bestrebung der Stadt Bonn, dass die Vereine, die die Liegenschaften der Stadt Bonn nutzen, doch mal entweder eine Mietanpassung bekommen oder in unserem Fall eine Miete zahlen sollten. Man kann uns nicht ganz mit anderen Vereinen vergleichen, weil wir die besondere Situation haben, dass die Stadt Bonn mal gegenüber den Stolpern eine Verpflichtung eingegangen ist im Rahmen einer Patenschaft. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Patenkind seinem Patenonkel Geld geben muss. Es war eigentlich immer umgekehrt gewesen. Die historischen Verhältnisse waren ja so, der ehemalige Bürgermeister Hans Daniels, der hat das Thema Patenschaft sehr, sehr aktiv betrieben. Die waren zu unseren Sitzungen da gewesen. Das kann man in den alten Protokollen nachlesen. Und danach die Nachfolgerin war die Bärbel Diekmann. Da gab es ja das große Problem mit der pommerschen Landkarte von 1935 im Beuler Rathaus. Es wurde sogar im Stern publiziert, dieses Thema. Was war das Problem? Weil das Deutschland in Grenzen zeigt, die heute nicht mehr aktuell sind. Mhm. Na, weil Gesamtpommern lag eben im Deutschen Reich, in Ostdeutschland, so nennt man das ja auch. Deswegen heißt ja der Mitteldeutsche Rundfunk heute noch Mitteldeutscher Rundfunk und nicht Ostdeutscher Rundfunk, weil er eigentlich in Mitteldeutschland liegt und nicht in Ostdeutschland, sage ich jetzt mal. Ja, das war das Problem, weil es historisch nicht mehr den Begebenheiten entspricht. Das heißt, man hat sich der Historie eigentlich in meinen Augen so ein bisschen verweigert. So, und jetzt drohte dann sozusagen für Sie ein finanzielles, in Anführungsstrichen, Desaster. Herr Steingräber, der Vorsitzende, sieht es denn jetzt gut aus, dass es doch in irgendeiner Form weitergeht, auch in dieser Kooperation, dieser Patenschaft mit der Stadt Bonn? Ja, wir sind demnächst eingeladen, unseren Verein und unsere Tätigkeit bei den Ratsherren von Bonn-Beuel vorzustellen. Und dort werden wir, wie wir hier auch uns dargestellt haben, das Anliegen des Vereins, unsere Erfolge. Wenn ich zwischenfragen darf, warum Bonn-Beuel? Sie sitzen doch jetzt in Bonn-Auerberg. Ja, das ist historisch bedingt, weil die erste Stolper Heimatstube, die war in Bonn-Beuel. Es gibt noch im Rathaus Beuel, wo auch noch ein schmiedeeiserner Türgriff dran ist und eine Plakette mit Stolper Heimatstube. Deswegen reden wir auch immer von Heimatstuben, weil wir diesen Raum bestückt haben in Bonn-Beuel im Rathaus und eben das eigentliche Leben, das Fleisch, das findet in der Stolper Heimatstube und Archiv in Bonn-Auerberg statt. Ich wollte den Vorsitzenden, Herr Steingräber, nicht unterbrechen. Also wie sieht's aus? Ja. Und wir werben dann dafür, dass die politische Mehrheit dann entscheidet, dass es so, wie es eigentlich in der Patenschaft üblich ist, dass auch weitergeführt wird und wir uns um diese Frage dann nie wieder Gedanken machen müssen. Sie sind ja erst seit Mai diesen Jahres im Amt als Vorsitzender und bleiben das hoffentlich auch einige Jahre. Wenn wir jetzt mal einen weiten Blick in die Zukunft werfen, 10, 20 Jahre voraus, was wünschen Sie sich, wie wird dann Ihr Verein aussehen und welche Aufgaben wird er weiterhin erfüllen oder vielleicht sogar zusätzlich erfüllen? Ja, da bleibe ich zuerst bei der Heimatstube. In der Welt, wo die Digitalisierung fortschreitet, ist es uns ein großes Anliegen, die analoge Welt zu erhalten, aufzubewahren. Wir haben viele schöne Ausstellungsstücke von der Zieten-Husaren-Uniform oder Blücher-Husaren-Uniform von Stolp und andere Ausstellungsstücke, die man in der digitalen Welt gar nicht so richtig erfassen und anfassen kann. Und durch die Öffnung der Heimatstube immer am ersten Samstag ist es jeden möglich, sich
sich das anzuschauen. Und wir haben da auch kompetente Leute, die den führen. Wir hoffen, den Verein weiterhin in dieser Mitgliederstärke halten zu können, auch über alle Altersgruppen und halt auch einen Zugewinn. Und dort wird auch die Arbeit in nächster Zeit hingehen, die Gewinnung von jungen Menschen, von unseren Kindern und Enkeln, die dann diese Sachen weiter interessant finden und auch fortführen. Herr Kerntopf, irgendwann werden logischerweise biologisch auch die letzten Überlebenden, die letzten Zeitzeugen nicht mehr leben. Wie wichtig ist in Ihren Augen, dass wir Geschichte, dass wir Tradition, dass wir solche Heimatmuseen, Heimatvereine, Heimatstuben erhalten, um nachfolgenden Generationen die Geschichte der eigenen Völker, der eigenen Familie immer noch haptisch darstellen zu können? Also ich finde das extrem wichtig, weil als Beispiel möchte ich erwähnen, es gibt in Stolp heute noch das Mittelpommersche Museum und die haben ein Museumsdorf aufgebaut in dem Ort Schwolo im Kreis Stolp und wo sie einen alten Bauernhof aufgekauft haben und da drin Gerätschaften gefunden haben, wo sie gar nichts mit anfangen konnten, weil die ja natürlich heute nicht mehr gebraucht werden. Und aus unserer Erlebnisgeneration haben die Leute geholfen, denen zu erklären, was sind das eigentlich für Geräte, was wurde damit gemacht, wie wurden die angewendet, sodass sie heute in der Lage sind, das in dem Museumsdorf dann zu präsentieren und auch beizuschreiben, was ist das eigentlich. Weil dieses Wissen würde sonst verloren gehen. Das ist wie, als wenn ich ein Foto aus alten Zeiten habe, wo ich ein paar Leute drauf sehe, jo, sieht schön aus, aber wenn ich nicht weiß, wer da drauf ist, was das für eine Person ist, die da drauf ist, ist das Foto nur schön und nicht interessant. Wir haben heute bei uns die Bonner Stolper Heimatstube, den Stolper Heimatkreis kennenlernen dürfen. Bei uns im Studio waren Rainer Steingräber, der Vorsitzende, und Uwe Kerntopf, der Ehrenvorsitzende. Und ich muss Ihnen beiden zum Abschluss gestehen, ich bin viel in Bonn unterwegs, war aber selbst leider auch noch nie in Ihrer Heimatstube. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr mal wieder treffen zum nächsten Interview. Und das werden wir dann in der Heimatstube selbst stattfinden lassen, um so ein bisschen die Atmo aufleben zu lassen, wenn man in so einer Stube selbst auch als Außenstehender sitzt. Ergeben sich auch ganz andere Perspektiven und Fragen wahrscheinlich meinerseits. Das ist eine sehr gute Idee. Herzlich müssen wir willkommen auf der Josefshöhe 52. Herzlich willkommen jederzeit. Gut, nochmal gesagt, wo Sie sind, stolp.de, Bonner Heimatstube, dort gibt's alle Informationen auch auf der Internetseite. Vielen Dank, dass Sie hier waren, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, der ein oder andere konnte für sich die ein oder andere interessante Information mitnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank.